Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen 7 Days to Die. Mit mir spielt natürlich die Mathilde. Genau, hallo. Bist du denn? Bin ich hinten. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier. Ach, du hast meine Party-Einladung hier. Genau, deine Party-Einladung. Da bist du. Ja, wir wollen uns so ein bisschen mal umschauen, dass wir hier irgendwie eine Stadt oder sowas finden. Die Frage ist jetzt nur, gehen wir nach Süden oder gehen wir nach Osten? Ich gehe mal auf die Kohorte. Sieht komisch bei dir aus. Warum ist sie so hell? Keine Ahnung, bei mir ist die auch so hell. Süden ist ein heißes Gebiet, ne? Im Süden? Ja. Dann lass uns nach Osten gehen. Also ich habe schon geguckt, da vorne geht eine Straße lang. Da kann man so ein bisschen an der Straße langlaufen. Früher oder später würde die uns schon zu der Stadt führen, eventuell. Ups, Baum. Ja. Er zeigt manchmal an, ich bin überladen, aber ich bin nicht überladen. Okay. Ich hörte ein Wölfchen heulen. Gut, dann nehme ich mal gleich hier Waffe. Aber ich sehe es nicht. Ich hörte es schon wieder heulen. Ich will gar nichts heulen. Also bist du wahrscheinlich näher dran als ich, oder? Das ist durchaus denkbar. So, okay, die Straße ist keine Straße, sondern ein Weg. Egal. Bleib liegen. Das ist besser für dich, mein Freund. Sag ich doch. Folgen wir mal diesem Weg. Mal gucken, wo der uns hinführt. Wahrscheinlich zu einem Gebäude. Das ist denkbar. Oh, Nest, was leer ist. Ich glaube, so ein bisschen waren wir schon in dieser... War ich in dieser Richtung jagen, genau. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Stirb, Frosch. Also ein Gebäude sehe ich schon mal. Ja. Ich hoch und da ist ein Schild. Kann sein, dass ich da war. Schon wieder? Ja, in dem Gebäude, also das habe ich schon entdeckt gehabt. Ich weiß aber nicht, ob ich drinne war. Ach so, ich dachte, das ist so ein Schild. Ich habe nur gesagt, da ist ein Schild. Was da drauf steht, weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre wieder so ein Schild, weißt du. Radioactive. Genau, Radiation. Radiation, nee, ist aber nicht. War nur ein Auskunftsschild. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Gebäude angeguckt habe oder doch oder nee. Also die Vordertür ist zumindest geschlossen. Also hier ist eigentlich offen. Ah, so ein altes Haus, was wir früher hatten. Nur ein bisschen anders gebaut. Ein bisschen verbrannt. So, da ist schon mal eine weiß gekleidete Frau. Oh, was gibt's denn in der Waschmaschine? Ein lila Oberteil. Und das Klo ist nichts drin. Gib mir meinen Pfeil. Oh, oh da ist einer. Hi, kommt was von oben oder was? Ja. Ich bin so ein bisschen durch die Decke. Der Boden ist nicht mehr so ganz der heilste. Oh, was zu essen gefunden. Noch was zu essen gefunden. Sehr schön. Oh, Kohle im Backofen und zwei Kochtöpfe, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Nö, kannst du jetzt kriegen. Ja, oben ist nix. Oh, Antibiotika habe ich auch gefunden gehabt. Oh, Antibiotika sind schön.
Ja, oben ist nix. Oben ist nix? Oben ist nix. Ja, Keller gab's ja nicht. Nö. Dann sind wir hier durch. Ja. Bei mir leuchtet der Eingang. Ja. Da ist eine defekte Lampe. Ah, okay. Hä, was wollte ich denn sagen? Speed Limit 65. Wir dürfen also nicht überschreiten. Nein. Wir dürfen nicht schneller als 65 Meilen pro Stunde fahren. Laufen. Halt. So, Cash. So, Rezepte. Mal ein paar Pfeile machen. Was ist denn hier? Red Rimbaugh. So. Keule Stufe 2. Da vorne ist auf jeden Fall wieder ein größeres Gebäude. Oh, das Kaninchen ist aber schnell weggerannt. Richtung Norden. Bleib stehen! Bist du hin? Schade, ich habe das Kaninchen verloren. Du rennst jetzt Richtung Norden? Erstmal bringe ich einen Zombie um. Ach so. Wir können entweder weiter nach Osten gehen oder nach Norden. Also warte, da ist ein Schild. Also ich sehe da auf jeden Fall ein Gebäude. Informationscenter. Hat er hier angezeigt. Okay. Auf diese Seite. Richtung Norden, oder? Richtung Osten, die Straße. Ich bin ja nicht hinter dir. Gut, dann gehen wir nach Osten. Und dann gehe ich schon mal ein bisschen weiter. Jo. Ach komm, dich hacke ich. Da hau ich dich auch um. Na, Kopfschmerzen? Kopfschmerzen? Bleib liegen. Ihr wollt einfach nicht lernen. Ah, rechts sehe ich auch schon Gebäude. Ah, das ist so ein Haus, in dem ich... Oh, Schweinchen. Also erst Zombie, dann Schweinchen. Okay. Ah, das Haus kennen wir, aber... So, Schweinchen. Klopf schon mal an, ne? Jo, ich kümmere mich erstmal ums Schweinchen. Hallo, ist wer zu Hause? Uhu. Oh, Schweinchen, lauf doch mal gerade, sonst treffe ich dich nicht. Dummes Schweinchen. Wie lange braucht der für die Tür? Ich helfe dir mal. Bist du alleine? Mein Beileid, wenn du alleine bist. Nee, so ganz alleine bist du nicht, mein Freund. Da hinten sehe ich doch noch einen von dir. Dein Zwillingsbruder. Schön Schleichschaden. Ich bin oben, ne? Okay. Ja, den Zombie hast du nach oben gelockt. Wenn jemand runtergesprungen ist, sag Bescheid, du. Oh, noch eine. Oh, doch einer ist runtergekommen oder so. Auch du kriegst Kopfschmerzen. Heute, Kopfschmerzen für alle. Bleib hier, ich will meine Pfeile. So. Ach, da kommt noch einer aus dem Safe-Raum. Oh, ist clear. Auf dem Dach auch?
habe ich nicht geguckt. Weil da sind es ja manchmal auch gewesen. Ach, schwarze Farbe. Farbe ist immer gut. Ja. Und den Kochgrill, den leg ich rein. Ja, ich habe mal welche gefunden. Oh, du bist hinter mir. Entschuldigung. Wusste nicht, dass du hinter mir bist. Hey, Farmer Joe. Aua, blöder Farmer. Stirb. Stirb. Ich sag, stirb. Oben warst du durch, ja? Ja. Also wir haben noch einen Safe, den wir hier aufkloppen können, wenn du willst. Ui, da kommt der hier angesprungen. Den Nahkampfsprung oder was? Spinnst doch. Ich sagen, wir gehen weiter. Okay. Ich will eine Stadt endlich mal finden. Wir sind so stadtlos. Ja, das stimmt. Warte mal, wo ist denn der Weg? Hier vorne. Der macht auch gleich eine Abbiegung. Da ist ein Stoppschild. Oh, das sind aber beides nur so kleine Pullerwege, ne? Das ist jetzt nicht so hardcore. Ich würde sagen, wir gehen den Weg. Warte mal. Hier ist ein Schild. Davis Road. Hm, schade. Hätte sagen können, dass da eine Stadt ist. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter, oder? Ja. Das Wandern ist des Heinrichs Lust. Nee. Da vorne ist noch ein Gebäude. Jo. Und wenn wir das durch haben, müssen wir, glaube ich, wieder zurück, du. Oh, ist schon wieder 15 Uhr, ne? Ja, wir ja, sind mit... heute spät aufgebrochen. Genau. Huch! Das Gebäude ist einmal weggeglitscht bei mir. Oh, aber hier ist eine richtige Straße. Ah, der könnte... Und da hinten sind... Da ist auf jeden Fall eine Farm. Farm ist nicht schlecht. Niederknüppeln! Ja, links ist die Farm da. Genau, Richtung Norden. Genau, und da scheinen auch mehr Häuser. Du kannst ja das Gebäude mal anschauen. Ich gehe da mal kurz hin, einfach, dass wir die auch auf der Karte haben, ne? Ja. Okay. Ja, ich klopfe mal an und dann kommt ja gleich alles raus. Mhm. Ah, wir sind im National Forest. Ach, darum keine Stadt. Ist auch gut. Hallo! Heinrich ist hier. Kennt ihr mich? Hallo! Vor allem auf einer Farm, da leben Schweine. Und Schweine kann man schlachten. Ja. Bob's Boars und Karls Korn. Korn. Ist neben die Alliterationen. Oh, hier gibt's Yucca-Palmen. Und Heidelbeeren. Ja, keine Bange. Ich kümmere mich um dich. Brauchst nicht traurig sein. Oh, wo kommst du denn her? Ah ja, die fallen von oben runter. Das habe ich vergessen. Da oben stand er wahrscheinlich. Sacknaht, du. Oh, du hast was fallen lassen. Was hast du denn Schönes? Oh, Burning. Ha. Flammenpfeile. Yeah. Oh, der hat auch was fallen lassen. Netten Oinkies sind. Natürliche Antibiotika. Das ist auch gut. Vom Zombie, das ist doch nett. Oben ist nichts mehr. Scheiß Zombie.
Okay, außerhalb sind keine Oinkis. Oink, Oink. Hier könnten Oinkis sein. Oh, keine Oinkis. Schade. Keine Oinkis. Hm. Ist aber auf jeden Fall ein interessantes Haus, das wir uns anschauen könnten. Es ist etwas größer. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit für. Definitiv. Aber da hinten sind mehrere Häuser. Hm, ich markiere die mal gleich. Ja, ja. So, warte. Ah, die Karte sieht wieder vernünftig aus. Hm. Jetzt laufe ich zurück, ich dödel. Hm. Ja, mit dem Gebäude bin ich durch. Laufen wir auf den nächstgelegenen Hügel. Okay, also eine wirkliche Stadt ist es nicht, aber es sind definitiv mehrere Häuser. Oh, kann ich. Tja. Hinter mir ist ein sehr verbranntes Gebiet. Bei dir, du Kaninchen! Oh, der Stebbe. Oh, dieses Kaninchen. Krieg dich noch. So, ich gehe jetzt ein bisschen ins verbrannte Gebiet und gehe dann zurück. Hm. Oh, ich krieg dieses scheiß Kaninchen nicht. Ah, da hinten sehe ich ein Gebäude. Zwei vielleicht. Ja, ich würde mich auch so Richtung Heimat auf den Weg machen. Das andere Gebäude will ich noch markieren, dann gehe ich erst zurück. Ja, ist in Ordnung. Hier noch ein Schild. Achso. Achso, das sind nur so Häuserteile. Ich habe doch ein richtiges Haus gesehen, es kommt der Nebel. Da sehe ich doch noch eins. Holzhacken. Das dahinter sind einfach Bäume. Ich dachte, das sind noch mehr Gebäude. Oh, sieht aber auch wieder aus wie so ein Abenteuerhaus. Ah, hier ist noch irgendein Laden oder so. Mal kurz, was das für einer ist. Crack a Book. Die gibt's noch? Cool. Ich markiere das. Aber wenn die Gebäude so weit weg sind, dann müssten wir irgendwie eine Zwischenbasis bauen oder so, weißt du? Ja, vielleicht geht's auch, wenn wir Fahrräder haben. Ja, das stimmt. Dafür brauchen wir Eisen. Normales Eisen? Ja, also du kannst ja jetzt vor allem deine Dings reparieren, deine Spitzhacke. Ja, im Keller kann ich noch ein bisschen Eisen rausholen. Genau. Weißt ja, was du in der Nacht zu tun hast. Joa, Eisenknüppeln haken. Au, mir ist warm. Mann, ganz schön warm hier, Mensch. Was ist das hier für eine Zombie-Parade? Vogel? Oh ja. Bist du tot? Ja. Nein. So, du redest mit dem Zombie. Mit dem Zombie-Vogel. So. Ah, die Zombies, denen ich hier unterwegs begegne, die erledige ich noch mit
damit ich möglichst bald Level 20 erreiche, damit ich uns Metallwaffen machen kann. Oh, mein Knüppel ist jetzt verrutscht. So. Den Knüppel müsstest du doch mit Eisen und Holz einfach reparieren können, oder? Ja, ja. Ich habe gerade noch ein Gebäude aufgedeckt, das sind aber alles so halb zerstörte Gebäude. Oh, jetzt kannst du mir nicht laufen. Hier ist noch ein kleines Camp. Ja, im verbrannten Gebiet gibt es einfach keine tollen Häuser. Schluck Wasser für die Ausdauer. Und dann werden wir, glaube ich, auch gleich vom Vöglein angegriffen. Level 14. Nicht getroffen, schade. Oh, oh, 1927. Oh, wird das schon wieder so ein enges Rennen? Ja, ich habe so die auch die Befürchtung. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ich komme gleich wieder ins bewaldete Gebiet, aber hier ist einfach nichts. Ja, das wird eng. Das wird eng. Ich glaube, da hinten ist sogar ein atomverseuchtes Gebiet. Naja. Wir laufen nach Hause. Jetzt doch keine Zombies mehr zwischendurch hauen. Muss man ein paar Meter machen hier. Naja, ich nehme mich auch. Oh, hier ist auch noch ein Gebäude. Hallo, Cappuccino. Ah ja, Cappuccino haben wir ja auch noch. Das Gute ist, wir haben ja zwei Spitzhacken. Das heißt, ich kann ja dann unten ein bisschen helfen. Ja, ist auch nicht breit genug. Also wir müssen uns echt reinquetschen vielleicht. Oh, noch ein Gebäude. Hat man das schon? Das könnte man sogar gehabt haben. Dann bleiben wir mal hier auf dem Berg. Andere Frage, weißt du doch, wo unser Händler war? Nein, ist er nicht markiert? Nein. Das ist gerade sehr steil. Müssen wir mal die Karte so ein bisschen absuchen, weil die haben ja auch immer mal wieder nette Aufträge und so. Ja. Was bringen die Aufträge? Erfahrung? Geld? Beides? Also sie bringen Erfahrung, sie bringen Geld und du kriegst dann auch immer so die Auswahl zwischen zwei Gegenständen. Hm. So, ich bin endlich im grünen Gebiet. Hier ist schon wieder irgendein Köter. Schnell weiter, ich habe keine Lust, den zu zerknüppeln. Ja, zu Fuß erkunden ist scheiße. Hm. Aber wenn man nichts anderes hat. Oh, ich bin an unserem Haus. Yay! Du bist schon da. Ja, ich bin auch nicht mehr weit weg, das geht eigentlich. Bin auch bald da. Jetzt brauche ich nicht mehr so Rasen. Dann kann ich noch ein paar Bäumchen hacken. Hier, komm her, wenn du schon hier bist, hau ich dich auch mal tot. Man kann ja jetzt in anderer Position noch diesen Baum hacken. Ja. Hacken oder graben? Ah, graben, ja. Weil wir wollen jetzt außenrum. Stimmt, graben. Ich hole meine Schaufel. Ein Löchlein graben. Oh, dieser Schatten. Ein Graben graben. Ein Graben graben. Ein Graben graben. Ach ja. Damit wir mehr Zeit haben, auf die zu schießen. So, ich bin da. Ich komme von hinten. Warum wachsen da rechts Bäume? Ich habe da keine gepflanzt.
wachsen die jetzt auch mehr von alleine, keine Ahnung. So, schnell ein Stündchen kann ich noch einen Grubben grubben. Ja, mache ich dann auch nochmal mit. Uhu. Außerdem haben wir dann, können wir den Leben gebrauchen. Weil in den Graben machen wir dann Spitzen, dann fallen die da so rein. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, finde ich auch. So, war denn der Graben, den ich angefangen hatte zu graben? Bei mir. Okay. Ich könnte auch reingehen und mich entleeren, aber nein. Ich habe nur ein bisschen was gemacht, damit ich nicht in Kambert bin. Hast du gerade noch Platz? Nope. Ich habe nur eine Sache abgelegt. Okay. Und jetzt bin ich auch wieder voll beladen. Hätte ich eigentlich auch dran denken können. Ja, du warst drin, ich nicht. Oh. Ah! Ah! Blutest du? Ach, du warst das! Ich dachte, ich hätte einen Zombie. Nein, sorry. Ich hab dich aus Versehen angeditscht. Ich wollte das ein bisschen breiter machen und dann habe ich dich erwischt. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Wie häufig denn noch? Verzeih mir einfach immer, wenn ich dir wehtue. Was ich so von der Breite her soll das auch reichen, oder? Ja. Dann gibt es da ein paar Spitzen und die machen dann. Die Zombies machen das schon selber breiter. Es sei denn, sie hüpfen. Ja, das müssen wir beobachten. Weil früher haben sie es ja nicht gemacht. Wir müssen rein. Ja. So, die Holzrahmen entfernt. Ah, hier ist die Tür. So, was haben wir denn für ein Kram? Habt ihr die Tür mal offen gelassen? Danke. Dann haben wir hier Essenskram. Ach ja, hier ist jetzt ein Loch. Machen wir mal zu. Ist unschön. Hier trübes Wasser. Leere Gläser. 120 leere Gläser haben wir mittlerweile. Ohoho. Erste Hilfe. Antibiotika, natürliche Antibiotika. Da habe ich gut was gefunden. Spiritus. So, ach ja, ich wollte mal gucken, was ich für Reifen brauche. Wheels. Ach. Die Nivea-Dosen packe ich dann gleich oben zu den Waffen. Mhm. Eigentlich Kohle. Waffeli, Waffeli, Waffeli da. Erde kann da rein. Was haben wir denn an Plastik? Weiß ich nicht, ich kann. So, jetzt kannst du gucken. Ja. So, 4 Bottles of Acid haben wir. Okay. Plastik haben wir genug. Jetzt haben wir so ein Essen. Kannst du noch ein bisschen was zu essen machen? Naja. Öl. Das ist ja schon mal ganz mehr Eisen, das ist schön. Und Kohlebrocken. Kohlebrocken sind hier oben bei der Waffenkammer, 61 Stück. Ich hol mal die Sachen raus, die ich benötige für die Wheels. Dann habe ich den nämlich auf einem Haufen. Mache ich mir nämlich einen Hängeschrank für die. Zack. 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 So, eine Spitzhacke habe ich repariert und dann gehe ich runter. Jo. So, Kohle pop. Die gehe ich in der Waschkammer. Entschuldigt, falls ihr mich gerade nicht versteht, wenn ich so nachdenke, murmel ich manchmal ein bisschen vor mich hin. Das ist nicht immer gleich. Ah, wir können auch eigentlich einen Break machen. Ja, das Video geht lang genug. Break.
Ich gehe jetzt hier ins Loch, guckt an, das ist ein enges Loch hier. Das machen wir jetzt ein bisschen breiter, wird ein bisschen Eisen abgekloppt. Und ja, mal gucken, was wir am nächsten Tag machen, würde ich sagen, ne? Ja. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao. Tschüss.